Carla McLausen, ihr habt eine spannende Karriere in der Musikbranche hinter euch. Das Music Star hat aber auch dadurch entschieden, aus der Branche auch wieder zurückzuziehen. Hat einen anderen beruflichen Werdegang eingeschlagen und seid wieder zurückgekommen, hat auch Lehre fertig gemacht. Wie war das für euch von einem Moment, wo ihr immer in der Öffentlichkeit gestanden und auf das Mal wieder jeden Tag im Koffer zu sein? Super, super. Ja, ich muss sagen, eigentlich. Waffels wollte ich immer schon machen, wirklich auch schon als Junge. Das hat man immer gesagt, das hat mir immer, gefällt mir auch heute, Gott sei Dank, noch super. Was das Einzige war, was halt irgendwie zu heftig war, es ist immer von einem Extremen zu anderen. Aber hier die Musikkarriere fertig, padabin, direkt wieder in die Schule und die Lehre. Und ohne Pause, ohne nichts. Ich glaube, wenn ich es jetzt noch mal so machen müsste, ich glaube, dann würde ich mir gerade so einen Monat Ferien gönnen, glaube ich. Und ihr seid direkt vom Managerbüro zu Zürich zurück auf die Brigg in den Gofferladen und habt die Schere gepackt und der nächste Kunde hat gewartet. ja, nein, fast so. Gerade noch Ziegel machen, hat er halt vorher zu Zürich gewohnt. Ja, nein, das ist gerade eins um das andere gegangen. Ich musste halt auch so einsteigen, weil ich im Prinzip ein ganzes Jahr ausgesetzt habe. Und ich musste dann so einsteigen. Ich hätte jetzt nicht noch später einsteigen. Ist es für euch nicht sehr euch mit dem mühsam gewesen, wenn ihr irgendwelche Leute auf dem Sessel vor euch hattet? Die haben ja sicher euch auf eure Karriere Anspruch. Ja, mal, das ist schon. Ja, das hat natürlich gefragt, warum habt ihr denn aufgehört? Und das ist halt immer schwierig, oder? Viele sehen nicht drin. Die sehen aber wirklich euch nur dran und denken, das ist doch super lustig, cool. Und dann halt wirklich da die ganze Wahrheit oder meine ganze Wahrheit zu erzählen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich mir ja geglaubt habe. Ja, ob ich mir wirklich alles geglaubt habe. Wie verrückt dass das wirklich ist. Das war halt schon ein bisschen schwierig gewesen. Habt ihr mit dem Weg zurück wieder ins Wallis euch wieder ein bisschen zu selbst gefunden? Ja. Das ist für mich dazumal auch so schwierig war, weil es ab dem Sieg nachher eigentlich geheißen hat, genau, jetzt musst du einfach genau so bleiben, wie du jetzt bist. Und das hat mir fast einer gegeben. Da ist die Haare nicht mehr färben, da ist jetzt nicht mehr, da ist das nicht mehr, da ist kein Freund haben. Das hat mich alles aufgeregt. Also es ist einfach, immer das Leben ist bestimmt worden von Fremden in dem Sinne. Genau. Ich habe sogar so einen Kleidersponsor gehabt, ich immer die Kleider müssen anhaben. Man rennt immer gezogen. Ist verständlich. Zurück, wenn ihr bei der Lehre war, musste ihr noch ein Jahr machen? Oder? Jawohl, ein Jahr noch, das letzte. Bei der Ausbildung ist aber dann nicht geblieben, ihr seid dann doch noch mal zurück auf Zürich. Wie ist es zu dem gekommen? Das habe ich aber im Fernsehen gesehen, wenn sie da immer geschminkt haben. Das hat mir alles gefallen. Ich kriege die so beides zusammen, das war schon eine schöne Sache. Ja, hat er auch viel zugeschaut. Ich habe darüber auch erkundigt, irgendwie bald einmal, wo man am besten so eine Ausbildung macht und was für mich selber stimmt. Ich bin aber nach der Lehre gleich noch bei meinem Patron geblieben, weil ich gefunden habe, ein Jahr, zwei Berufserfahrung ist immer gut, wenn man sich nachher so bewirbt. Ich bin aber direkt von da auf Zürich und habe ein ganzes Jahr lang noch mal Schule gemacht. Als Maskenbildnerin. Und das war so eine schöne Zeit. Was war das Spezielle an der Zeit? Mir hat ist ein Lehrer vor allem. Ja, der hat mich machen lassen. Morgen um 8 bin ich angeregt, habe an mir geschminkt, habe Perücke gemacht, habe Sachen hergestellt. Ich bin mir da, ja, ich habe einfach den ganzen Tag kreativ sein, bis am Abend um 5 Uhr. So schön habe ich es selten gehabt. Ja, und vielleicht zuvor, wenn alles vorgekatscht wurde, ist in dem Sinne. Ja. Trotzdem hat Zürich, die grosse Stadt, nicht so lange gehabt. Ihr seid zurück auf Gleis gekommen. Was hat ihr wieder heimgebracht? Ich habe zuerst noch nach der Ausbildung bei Mac gearbeitet. Das hat mir super gefallen. Ich habe jeden Tag geschminkt. Wir sind weit gegangen. Wir haben vieles gesehen. Und eigentlich, was mich dann fast am meisten zurückgezückt hat, ist, wenn meine Brüder mir ein Salsamas schreibt. Das sicher, ich habe das am Morgen früh gesehen, er hat das sicher noch am Abend geschrieben und schreibt mir, seine Töchter Celina hat 3 Jahre Geburtstag und ich sie eingeladen. Und dann habe ich gedacht, Jesus,
Hey, wenn ich zurückdenke, ich habe das Junge fast nie gesehen. Und das hat mir auf einen Ort, das hat mir wie gerade so gedacht, hey, jetzt müsst ihr mir heim. Ist Zahl mit Klausen also ein Familienmensch? Ja, ja, voll. Voll. Voller Familienmensch. Ja, schon. Mhm. Ihr seid jetzt zurückgekommen, habt ja in dem Moment eigentlich nicht genau gewusst, was er will machen. Ja. Heute auf ihr hat ihr sehr erfolgreich einen eigenen Lado. Wie ist der ganze Prozess vor sich gegangen? Das ist wieder so eine Geschichte. Ich bin von Zürich zurück und nicht recht gewusst, was machen. Da haben wir ein bisschen geholfen von seinem Velo zur Mama gegangen. Und nachher sagt mir der Papa irgendwann, ja, dann bringe ich noch, wieso, wie der Post ist, ein Kopfersalo. Und dann sage ich dem, ach, ich habe da nie ein Kopfersalo gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mich nie geachtet habe, er weiß nicht was. Dann hat er mich einmal so weit gekannt und gesagt, komm noch doch einmal anschauen. Jetzt bin ich da ein und ja, ein Laden aus den 80er Jahren. Ein Traum. Alte Hübe. Ja, so ein richtig klassischer alter Gewaffenladen. Und bin da ein und habe gewusst, und genau das ist. Genau das. Der Moment hat dir entschieden, selbstständig zu werden? Ja. Ja. Kurz darauf war der Öffnung, oder wie? Ja. Ja, sicher 3 Wochen später. Vergut. Ja, da noch gestrichen und uns angeschreckt und umgemodelt und... Ja. Ja, das ist schnell gegangen. Das ist jetzt schon eine Zeit her? Ja, jetzt im 5. Jahr. Schon. Hei, hei, hei. Das ist schnell gegangen. Und jeden Tag geht er mit Freik arbeiten? Ja. Ja. Ja, nicht immer gleich. Das ist doch klar. Sie denkt mir, oh, heute war super Wetter, ich gehe die Garo wundern, oder? Aber Gwendli, mindestens einmal am Tag, wenn ich so dahinter bin, denke ich, ja, das ist ein super Beruf. Was gefällt dir an diesem Beruf so besonders? Erstens, die Leute kommen gerne. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht gerade wie ein Zahnarzt, und die Leute sagen, nein, bitte, ich muss schon wieder gehen. Ich kann vielleicht den Leuten ein bisschen ja, Schönheit geben, ist aber falsch. Vielleicht. Das, was innen sind, ein bisschen gegen uns ankehren. Vielleicht auch so militant, so frei, so wir haben mehr Selbstbewusstsein nachher. Und ja, ja, die Leute. Klar gibt es zwischendrin mal ein Eier, der kommt, der jetzt nicht so ernst gut auskommt. Das ist überall, wo Menschen sind, da Menschen lassen es. Aber gross und ganz habe ich einen super Kunden. Dann haben den ganzen Tag ein Spass, ein Fest. Ein schönes Kehren, das kann ja nicht jeder sagen, vom Shop. Ihr habt es gesagt, ihr wollt den Leuten mehr Selbstvertrauen geben. Vielleicht auch mit dem Aussehen. Wie wichtig ist auch das Aussehen selbst? Mir ist wichtig, dass ich... Zum Beispiel mit dem Alec habe ich so einen Tick. Ich fühle mich jeden Tag ein bisschen anders. Und das will ich euch angelegt haben. Wie soll ich das erklären? Ja. Vielleicht bin ich einen Tag ein bisschen, ich weiß doch auch nicht, wenn ich super drauf bin, der weiss was, dann habe ich sicher Blumen und Dingschen und Kleidchen und lustig. Und vielleicht gibt es mal andere Tage, wo ich in Schwarz komme, wo ich vielleicht nur so der Lüne bin. Aber sonst eigentlich grundsätzlich nur so das Aussehen, wie das heute gemessen wird, das interessiert mich eigentlich schon wenig. Für mich ist viel... Viel interessanter, aber wirklich vielleicht das Innere gegen uns zu kehren. Ja. Was sind also die Werte, die man nach dem heutzutage gemessen wird? Ja, da gibt es ja fast so viele Regeln. Also auf einmal, Frauen sollten gross und schlank und am besten lange Haare und grosser Vorbau und so Zeugs. Und ich finde einfach so, oder aber die Masse 90, 60, 90, ich finde Schönheit ist wirklich nicht messbar. Ich habe das Gefühl, dass das, was von innen an Firka kommt, ist viel wichtiger. Trotzdem hat er aber eigentlich einen Beruf gewählt, der ja genau das Äußerliche das Wichtige ist. Wo ist da der Widerspruch? Nein, das würde ich nicht sagen, dass nur das Äußerliche wirklich wichtig ist. Zum Beispiel finde ich das auch... Ich sage immer, es gibt für jedes Haar einen Haarschnitt. Meine eine, die jetzt zum Beispiel wirklich extrem Locken hat und darunter leidet und sagt, ah, ich hasse meine Haare und oh, ich weiß nicht, was mit denen anfangen. Und ich kann der auch vielleicht mit einem guten Schnitt helfen, sich besser mit sich selber anzufreunden. Würde ich nicht sagen, dass es nur oberflächlich ist, sondern
ja, vielleicht zeigen, dass wirklich für jedes Läppchen ein Käppchen gibt, oder? So soll es wieder aufgehen kann, ja. Ihr selbst fallen euch immer wieder auf mit euren Tätowierungen. Wisst ihr noch, habt ihr noch so einen Überblick, wie viele es momentan sind? Ja, ist aber schwierig, weil sie so kleine sind und die kommen ja fast nicht als einzelne Zellen. Nein, ich weiss es nicht im Moment. Aber ihr das nicht mehr an, hat eine Bedeutung für euch. Ja, ja, sehr stark. Sehr stark, ja. Sind mir auch sehr wichtig. Also ich bin froh, ich gehe nicht ab. Werdet ihr da wegen vielleicht auch mal im Schwimmbad oder so vielleicht ein bisschen schräg angeschaut oder kommt das ihnen nicht? Schwimmbad gehe ich nicht, das weiss ich nicht. Sonst, nein, ich kann eigentlich nicht so sagen. Also so meine Leute haben sicher mehr damit, aber die haben mich gewöhnlich machen. Jetzt steht ihr ja heutzutage nicht mehr in so einer Öffentlichkeit wie früher. Was ist lieber? Nicht in der Öffentlichkeit stehen, schon viel lieber. Ihr habt vor kurzem sogar kein Auto. Ja. Ist noch nicht so lange her. Der kleine Vogel, der als sehr jung aus dem Nest geflogen ist, hat ein Zuhause gefunden, kann man dem so sagen? Ja, ja, voll und ganz. Ja. Das Dekolleté, wie man so schön sagt. Was hat sich in der Zeit verändert? Ja, ich glaube, ich bin bei endlich mal ein Spock sofort, würde ich meinen. Ja. Wagen wir zum Schluss noch einen gemeinsamen Blick in die Zukunft. Was seht ihr eben in 10 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich zurückdenke, was die letzte Zahl alles gelaufen ist. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Während die nächsten 10 Jahre auch so aufreibend und mit Auf und Ab sein? Oder lässt ihr es jetzt lieber ein bisschen lieber lassen? Ich kann es auch nicht sagen. Gwendli, das ist ja alles gerade so selber gekommen. Ich glaube, ich warte mal und schau, was das Leben für mich bereit hat.